Hallo und herzlich willkommen zu unserer Aufzeichnung des Live-Tool-Checks für den Innovationswettbewerb Digitale Plattform für die berufliche Weiterbildung. Wir sind mehrere Partner im Triple Adapt-Projekt, heute vor allen Dingen vertreten University for Industry und das Fraunhofer Fokus. Bevor wir aber auf die eigentliche Agenda gehen, möchten wir Ihnen ein Video zeigen, was in Kurzform unser aktuelles Tool zeigt, was wir im Tool-Check 2.0 vorstellen werden. Adaptive Lernpfadgenerierung. In einer sicherer Sand wandelnden Welt ist kontinuierliches Lernen der Schlüssel, um Schritt zu halten. Doch Lernen kann anstrengend sein und erfordert oft beträchtlichen Zeitaufwand. Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich dabei ganz auf das fokussieren, was für Sie persönlich wirklich relevant ist. Genau dieses Ziel verfolgt das adaptive Lernen. Maßgeschneiderte Lerninhalte, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse des Lernenden zugeschnitten sind. Im Gegensatz zu den Empfehlungssystemen von Videoplattformen zielt das adaptive Lernen nicht primär darauf ab, die unterhaltsamsten Inhalte anzubieten, sondern solche, die dem Lernenden den größtmöglichen Mehrwert bieten. Im Rahmen des BMBF Invite-Projekts Triple Adapt wurden Elemente des adaptiven Lernens erarbeitet und in einem Demonstrator umgesetzt. Dieser Demonstrator veranschaulicht anhand des Themas OT-Security, wie adaptive Lernpfade funktionieren können. OT-Security umfasst Hardware- und Softwarelösungen, um industrielle Systeme und Netzwerke zu überwachen und zu schützen. Zu den typischen Zielgruppen für OT-Security-Trainings zählen Manager, Betriebsingenieure und Anwender. Diese Gruppen bringen unterschiedliche Vorkenntnisse und Lernziele mit, die von einem allgemeinen Überblick über ein grundlegendes Verständnis bis hin zu spezifischem Praxiswissen reichen. Ausgehend von drei standardisierten Lernpfaden erhalten die Lernenden während ihrer Lernreise Vorschläge für vertiefende Inhalte, zusätzliche Erklärungen oder effiziente Abkürzungen. Diese Vorschläge passen sich dynamisch an das Nutzerverhalten an. Die Lernenden interagieren mit den Inhalten, können sie als besonders interessant markieren oder überspringen. Basierend auf diesem impliziten und expliziten Feedback ändert sich der individuelle Lernpfad, sodass sich die Lernenden nur mit für sie relevanten Inhalten befassen. Erfahren Sie mit unserem Demonstrator, wie unterschiedliche Lernpfade entlang des Wissensnetzwerkes von OT Security sich an Ihr individuelles Lernverhalten anpassen und Sie effizient zu Ihrem Lernziel führen. Wunderbar. Genau. Die Agenda für die nächste Stunde bis anderthalb Stunden sieht wie folgendermaßen aus. Als allererstes wollen wir das Projekt vorstellen. Das heißt, wir gehen ein bisschen auf die Rahmenbedingungen ein, aber eben auch auf die Inhalte und unsere Schwerpunkte im Projekt. Dann werden wir eine Live-Demo zeigen, in der auch eine innovative Benutzeroberfläche, die im Anschluss noch etwas vertieft wird, vorgestellt wird, aber eben auch die Algorithmen für die adaptiven Lernpfade vorgestellt werden. Dann werden wir etwas auf die Theorie eingehen, insbesondere auf digitalen Medien und die Metadaten, die adaptiven Kursstrukturen, die Learning Records, aber eben auch auf die middleware-basierte Gesamtarchitektur. Dann werden wir in einem weiteren Schwerpunkt noch die adaptiven Lernpfade selber thematisieren, sprich die Algorithmen und wie wir beispielsweise Large Language Modelle eingesetzt haben, um Ähnlichkeiten zwischen Inhalten zu identifizieren. Und zum Schluss werden wir noch einen Ausblick geben, wie beispielsweise eine Nachnutzung und eine weitere Verwertung des Projekts aussehen kann. Starten wir gerne in die Themen. Das Projekt Triple Adapt. Das Projekt Triple Adapt steht für adaptive interoperationale Weiterbildungsplattform durch einen digitalen Drilling. Ein digitaler Drilling, was ist das eigentlich? Bei dem digitalen Drilling handelt es sich um drei verschiedene Ebenen. Wir haben auf der einen Seite die Ebene, die reale Ebene. Das sind alle physischen, realen Prozesse, Produkte, das Lernen selber oder das Können, was real in der Welt existiert. Den digitalen Zwilling kennt viele von Ihnen schon. Das ist sozusagen die digitale Ebene, das ist ein digitales Update des Ganzen. Und was wir nun eingeführt haben, ist eine adaptive Ebene. Die adaptive Ebene ist sozusagen
nicht das jetzige Abbild, sondern ein gewünschtes Zielabbild und der Weg, wie man dorthin kommt. Bezogen auf das Wissen zum Beispiel, ich möchte in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren einen bestimmten Idealzustand von mir haben und ein bestimmtes Zielwissen erreicht haben. Und das kann ich auf der adaptiven Ebene durch den adaptiven digitalen Drilling definieren. Und dann kann ich den Weg dorthin gestalten. Das heißt, ich kann mir Vorschläge geben lassen, wie ich dorthin komme. Und an diesem Vorhaben sind mehrere Partner beteiligt. Festo hat insbesondere die Projektkoordination. Fraunhofer ist mit mehreren Fraunhofer-Instituten, beispielsweise dem Fraunhofer FIT, dem Fraunhofer IOSB, der Fraunhofer Academy und uns vom Fraunhofer Focus vertreten. Dann haben wir das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz dabei. Wir haben Clever dabei, University for Industry, die tatsächlich auch in diesem Vortrag mit dabei sind, die HTW Saar. Als Unterauftragnehmer ist noch Ziemann IT dabei und als assoziierter Partner die Gesellschaft für Informatik, IG Metall und die IHK Saarland. Wir haben uns auf alle drei in Weitentwicklungsfelder fokussiert, sprich auf die Vernetzung von Plattformen. Dabei haben wir zwei Use Cases, namentlich Cybersecurity und Batteriefertigung, umgesetzt. Wir haben uns auf das Entwicklungsfeld der plattformbezogenen Innovationen durch die Use Cases Lean Production und Machine Learning und Machine-to-Machine-Kommunikation fokussiert. Und wir haben uns auf das Entwicklungsfeld KI-unterstützte Lehr-Lernangebote fokussiert durch Machine Safety, Leadership und Zylindermontage. Bei allen drei Entwicklungsfeldern spielt unser adaptiver Drilling sozusagen die Hauptrolle und auch eine gemeinsame Technologie, die wir zur Vernetzung genutzt haben. Und dabei haben wir diese Technologie, also eine middleware-basierte Technologie, insbesondere verwendet, um Plattforminteroperabilität durch adaptive Assistenzen und durch Lernpfade und eine innovative Geschäftsmodellmodellierung zu ermöglichen. Es gibt eine Reihe von Mehrwerten und Ergebnissen, die wir schon im Laufe des Projekts erarbeitet haben. Nach dem eigentlichen Toolcheck haben wir auch nur noch einen Monat Zeit. Das heißt, Ende April 2024 ist das Projekt dann tatsächlich beendet. Was haben wir denn überhaupt erreicht in dem Projekt? Wir haben verschiedene Guidelines, Checklisten und Hilfestellungen für die Entwicklung von adaptiven Lernangeboten und technischen Bildungsökosystemen geschaffen. Wir haben neue Produkte entwickelt. Wir haben neue Blended Learning Konzepte ausgearbeitet. Wir haben vorhandene Lernszenarien noch weiterentwickelt, insbesondere auch auf die Use Cases, die wir dargestellt haben. Wir haben einen großen didaktischen Leitfaden ausgearbeitet, der sozusagen auch eine Hilfestellung für alle anderen beteiligten Stakeholder ist, beispielsweise für Didaktiker, für Bildungstechnologie-Experten, aber auch für alle anderen, die interessiert an dem Thema sind. Und wir haben natürlich die Plattform selber vernetzt durch eine Technologie, die Common Learning Middleware, die jetzt auch Open Source ist. Und konkret haben wir es geschafft, eine Lernpfad-App, die Swipey-App, die heute im Fokus steht, vorzustellen. Wir haben uns um die Themen Content-Zertifizierung gekümmert, sowohl auf Prozessebene als auch für die Mikroprozess-Zertifizierung. Wir haben Lernszenarien evaluiert, wir haben auch Veröffentlichungen vorgenommen, haben verschiedene Adaptivitätskriterien umgesetzt, in Form von Lernpfaden, Empfehlungssystemen beispielsweise, dazu auch später mehr, auch wie Large-Language-Modelle zum Beispiel dafür eingesetzt werden können. Wir haben die didaktische Gestaltung prozessual begleitet und wir haben den virtuellen Arbeitsplatz der Zylindermontage vorgestellt und auch im letzten Invite-Tool-Shake groß beschrieben und dort auch eine Live-Testung angeboten dafür. Genau, ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, was Sie heute sehen, weil was wir Ihnen heute vorstellen, ist die Swipey-App, unser Demonstrator. Sie können auch selber im Nachgang auf der Toolcheck-Seite des Invite-Projektes mit dieser App selber spielen und erfahren. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was sind eigentlich ja die Ziele dessen, was wir hier vorhaben, und dann auf den folgenden Seiten auch ein bisschen erklären, was ist so das Inhaltliche der Inhalte, die hier thematisch vermittelt werden. Also unser Ziel mit dem Ganzen ist zum einen, einfach mal einen kleinen Ausschnitt aus den Projektergebnissen wirklich für die Öffentlichkeit greifbar und anfassbar zu machen. Und ein wichtiges Ziel für uns ist auch hier Funktionalität, die im Rahmen des Projektes entwickelt wurde, in einem produktiven System mehr zu demonstrieren und zu testen. Dabei geht es insbesondere um die Plattformoperabilität, die schon angesprochen wurde. Es geht um den adaptiven Lernpfad und es geht auch darum, gewissermaßen sehr eher experimentelles User-Interface im Bereich des Lernens auszuprobieren
und hier einige ja, neue Annahmen und Hypothesen auch wirklich zu testen. Und im Rahmen dieses Testes nutzen wir unseren Use Case Cyber Security, präsentieren Lerninhalte aus diesem Use Case. Im Rahmen des Demonstrators, den Sie sehen, ist es so, dass wir nur uns auf eine Zielgruppe fokussieren, sonst würde das Ganze so groß und unschaffbar, das auszuprobieren. Also nicht so wie im Video gesehen, alle drei Zielgruppen, die ausgetestet sind, sondern nur eine. Und was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich auch im Rahmen dieser Testung Menschen, also Sie zu haben, die das Ganze ausprobieren, die uns Feedback geben. Und da sagen wir jetzt schon Danke für alles Feedback, das wir bekommen. Ich möchte einen Schritt zurück tun, bevor ich ein paar mehr Worte sage über diesen Use Case Cyber Security und möchte einmal nochmal so ein bisschen eine Lanze dafür brechen, warum dieses Thema Cybersicherheit und Cyber Security so wichtig ist. Es gibt etwas vom World Economic Forum, das ist die sogenannte Global Risk Landscape, das sehen Sie hier. Das sind einfach verschiedene Risiken in so einer Matrix eingetragen, nach oben, wie groß ist die Auswirkung dieser Risiken und nach rechts, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Und der ganz rechte Punkt ganz rechts oben sind extreme Wetterereignisse und dann kommen da Naturkatastrophen. Das sind Dinge, da kann man wenig machen. Da können wir uns ein bisschen schützen, aber zum gewissen Rahmen sind wir da relativ machtlos. Und dann kommt wirklich der Punkt, der am weitesten rechts oben und damit höchste Wahrscheinlichkeit des Eintritts und höchste Auswirkung hat, ist wirklich dieses Thema Cybersicherheit, weil das für uns als Gesellschaft und für Unternehmen einfach eine sehr hohe Priorität einnehmen muss, aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, dass was passiert und des hohen Risikos. Und wenn wir hier an Unternehmen denken, dann gibt es dort eigentlich zwei Bereiche, an die man dort denken muss. Es gibt zum einen das, was man häufig Office-IT nennt, also die Computer, mit denen im Büro gearbeitet wird. Und es gibt die Produktion für produzierende Unternehmen. Und eines der Dinge, die wir im Rahmen des Use Cases Cyber Sicherheit in diesem Projekt gemacht haben, ist, dass wir ein bisschen tiefer gegangen sind in diesem Bereich der Produktion. Und was wir auf der nächsten Seite sehen, ist, wie man darüber nachdenken muss, weil das ist ein überraschend komplexes Thema. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, ich brauche eine Schulung für die Produktion zum Thema Cybersicherheit. Das ist die Standardschulung, die hat irgendwie vielleicht 2 Stunden und dann sind wir fertig. So ist das leider nicht, sondern es gibt dort ganz verschiedene Funktionen und Rollen, die wir hier mal ja aufgeschrieben haben. Es gibt Rollen, die sind global. Ja, das sind das Management beispielsweise, das wirklich global über alle Werke zuständig ist, oder das ist die globale Security-Organisation. Und dann gibt es lokale Rollen vom Werksleiter, ja, bis hin zum Instandhalter. Es gibt aber auch unterstützende Funktionen vom Fabrikplaner, ja, bis hin zu Wartungsservice-Dienstleister, die dann sogar extern sind. Also eine ganze Vielfalt von Funktionen, die alle sehr eigene Anforderungen haben, wie sie beitragen zu diesem großen Ziel, dass wir abgesichert werden im Bereich der Cybersecurity im produzierenden Unternehmen. Und was wir gemacht haben in unserem Use Case Cyber Security ist, wir haben 3 dieser Zielgruppen nochmal tiefer gesetzt. Das Top-Management, die Betriebsingenieure und die Anwender haben wirklich für diese ausgewählt, was sind Lernziele, was sind dann die geeigneten Lerninhalte, um diese Lernziele passend zu machen, haben daraus entsprechende Lernpfade definiert. Wir haben auch eine Zertifikatsprüfung Cyber Security entwickelt und das, was Sie heute sehen dürfen, das, was Sie heute präsentiert bekommen in der verbleibenden Zeit, die wir heute gemeinsam haben, ist für eine Zielgruppe, für diese Zielgruppe 2 der Anwender-Key-User. Also das sind diejenigen, die wirklich in der Fabrik sich dann darum kümmern, eine Maschine abzusichern. Das sind diejenigen, die eine Risikoanalyse machen in der Fabrik oder das sind diejenigen, die, wenn was passiert ist, sich darum kümmern, einen Vorfall einzudämmen und vielleicht Backups wieder einzuspielen. Das haben wir entsprechend hier eingebunden. Das ist das, was in der Swipey-App präsentiert wird. Das, was da im Hintergrund des Ganzen steht, sind 84 Lernnuggets mit so einer Länge von 3 bis 15 Minuten jeweils, eine Mischung von Formaten aus Videos, Texten, Schaubildern und in Summe so einer Netto-Lernzeit von 10 Stunden, wobei aufgrund der Adaptivität es nicht gedacht ist, dass ich durch die kompletten 10 Stunden durchgehe, sondern durch das, was mir jetzt in meinem Lernen am meisten weiterhilft. Und jetzt wollen wir Sie auch gar nicht länger mit mehr Theorie und mehr Hintergrund machen, sondern wollen Ihnen das Ganze in einem Rahmen einer Demo mal zeigen. Vielen Dank. Ich habe das große Glück, Ihnen einmal die Swipey-App zu demonstrieren. Das Ganze können Sie natürlich auch selbst erfahren, indem Sie einfach über die Invite-Tool-Check-Seite
sich einloggen und dann den Prototypen austesten. Ich mache das Ganze mal. Dazu müsste ich kurz die Präsentation beenden, um meinen Browser zu zeigen. Genau. Sollten Sie sich das erste Mal eingeloggt haben in diesen Prototypen, dann begegnen Sie als allerersten Nugget halt eine Willkommensseite. Das ist ein Inhalt, der wurde jetzt speziell für Sie vorbereitet, dass Sie ein bisschen abgeholt werden und sich ein bisschen informieren, wie ist das Ganze hier aufgebaut, wie ist die Navigation gedacht. Sie können dann in den Nuggets, die bereitgestellt worden sind von unserem Partner U4i, durchnavigieren. In diesem Beispiel ist es mehr so auf Slides aufgebaut und können dann halt zum Beispiel nochmal das Video sich anschauen, was wir eingangs gezeigt haben und auch ein bisschen mehr erfahren, was ist das ganze Szenario, wie funktioniert die ganze Navigation. Das Bedienkonzept ist eher aufgebaut, dass wir an den Rändern hier die vier Pfeiltasten haben, wie zum Beispiel, ich kann zum vorherigen Inhalt zurückgehen, ich kann einen Inhalt vertiefen, falls ich mehr wissen möchte über den Inhalt, den ich gerade gelernt habe und es auch eine Vertiefung gibt. Ich kann zum nächsten Inhalt springen oder ich kann auch sagen, dieser Inhalt, der interessiert mich jetzt in diesem Augenblick gerade nicht, ich möchte den zurückstellen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder lernen. Genau. Dann als Beispiel können wir uns jetzt zum nächsten Inhalt durchnavigieren. Das Ganze folgt einem didaktischen Lernpfad, der vorgegeben ist, aber trotzdem eine gewisse Adaptivität hat, indem wir uns halt die Benutzerinteraktionsdaten anschauen, die erfasst worden sind durch die Navigation, durch die Inhalte, durch das Erfahren und das Erlernen der einzelnen Inhalte. Und nichtsdestotrotz, das Lernen muss halt im Vordergrund stehen, egal wie das Navigationskonzept aufgebaut ist, sodass sich Lernende immer auf das Lernen konzentrieren und somit gibt es auch natürlich die Möglichkeit, die Inhalte in den Vordergrund zu stellen und die Navigation etwas weniger prominent, quasi störend zu präsentieren. Wir können auch jederzeit wieder zurückgehen und uns die weiteren Inhalte anschauen. Ja. Wir sind halt mit diesem neuartigen Konzept des Lernens, der Adaptivität, indem wir halt uns durchnavigieren auf Feedback angewiesen. Sie, die jetzt diese Applikation dann erfahren und durchklicken und ein bisschen den ersten Eindruck gesammelt haben, können uns jederzeit Feedback geben. Das haben wir jetzt so eingebaut, dass es in etwa so circa alle 10 bis 15 Minuten als nächsten Lerninhalt quasi eingeblendet wird. Wir sind Ihnen äußerst dankbar, dass Sie sich bereits die Zeit nehmen werden, die einigen Fragen mal durchzugehen und uns Feedback zu geben. Also das hilft uns ungemein weiter, dieses Konzept auch hinsichtlich Verstetigung immer wieder anzupassen an die Bedürfnisse der Lernenden und auch an ihre Bedürfnisse, die ja von den anderen Projekten auch bestimmt einige ihre eigene Erfahrung mit einbringt. Genau. Sollten Sie diese Umfrage einmal komplett abgeschlossen haben, würden Sie die natürlich nie wieder sehen. Aber bitte nicht wundern, wenn Sie im Verlauf so alle 10 bis 15 Minuten diese Umfrage halt die Erinnerung daran nochmal sehen sollten. Genau. Es gibt dort auch die Möglichkeit, dass ich hier jederzeit dann mir anschauen kann, okay, wie war denn mein bisheriger Lernpfad? Was habe ich bis jetzt auf dieser App gemacht? Damit halt die Information halt nicht zu überwältigend ist, machen wir immer nur einen Blick zurück in die Historie. Wir sprechen von einem Zeitfenster von 3 Stunden, aber das ist natürlich konfigurierbar und in einem späteren Zeitpunkt auch über die App durch den Benutzer selbst einstellbar. Betrachten wir aber mal die letzten 3 Stunden, was auf dieser App alles passiert ist. Sind wir quasi bildet dieser Graph unseren aktuellen Lernpfad ab, indem wir halt die Willkommensseite gesehen haben. Wir haben halt die Möglichkeit gehabt, Industrial Security uns anzuschauen. Das war der Startpunkt für den Kurs OT Security. Und sollten wir halt eine
eine Entscheidung getroffen haben. Zum Beispiel, ich gehe in den nächsten Inhalt, ich gehe in eine Vertiefung oder ich will etwas zurückstellen, wird das entsprechend als Gabelung aufgezeigt, sodass ich hier immer sehen kann, was habe ich denn eigentlich gemacht. Als Beispiel, ich bin vorhin zum Testen einmal zurückgegangen und sehe aber durch meine Navigation des Zurückgehens, habe ich zwei Chancen verpasst, indem ich zum Beispiel nicht in den nächsten Inhalt oder in eine entsprechende Vertiefung gegangen bin. Von dort aus natürlich wieder die Möglichkeit, halt weiter zu navigieren, sodass ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt, wie vorhin, was Sie mit mir jetzt gemeinsam erlebt haben, halt durch diese entsprechenden Inhalte durchnavigiert bin. Dies ermöglicht mir jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, Security-Herausforderung bei ICS-Komponenten, das hatte ich jetzt tatsächlich gelernt, aber vorhin haben Sie mit mir selbst erlebt, bin ich zu schnell durchgegangen. Ich möchte das doch mir nochmal anschauen, weil diese Chance möchte ich nicht verpassen und kann direkt über den Graph zu diesem Punkt zurückspringen und dort halt entsprechend weiterlernen oder halt von dort aus den Pfad wieder entsprechend beginnen. Genau, so viel zur Navigation. Es gibt eben jederzeit die Möglichkeit, falls Sie die Einstiegs-Slides halt nochmal in Erinnerung rufen wollen, was war das jetzt inhaltlich, kontextuell, wie ist das Ganze aufgebaut, wie ist das Navigationskonzept, wie sind bei uns die adaptiven Lernpfade zu verstehen, wie funktioniert das Ganze, können Sie natürlich jederzeit zu diesen Slides unter dem Button Hilfe anfordern und dann natürlich auch wieder jederzeit zurückgehen zur eigentlichen Lernerfahrung. Okay, ich will nicht zu tief in das Ganze einsteigen. Oberflächlich habe ich Ihnen jetzt gezeigt, wie die Navigation funktioniert, welche Funktionalitäten es gibt. Ich würde jetzt mit der Präsentation fortfahren, sodass die Möglichkeit besteht für meine Kollegen, halt Ihnen einen tieferen Einblick zu gewähren, was alles noch auf Sie zukommt und wie das Ganze funktioniert. So. Wir würden jetzt übergehen in die Benutzeroberfläche und dazu übergebe ich an meine Kollegin Nomi. Ja, danke für die Demo. Nun kommen wir zur Idee. Wie sind wir darauf gekommen? Das ist natürlich wissenschaftlich fundiert und verschiedene Forschungsansätze gehen schon in die Richtung. Zum Beispiel TikTok, für alle, die nicht in den 2000ern geboren sind. TikTok ist das neue Social Media. Instagram, Facebook kennt man vielleicht noch. TikTok ist das, was die Jugend und junge Erwachsene heutzutage nutzen. Und auf dieser Plattform werden kurze Videos angezeigt und man kann weiter scrollen und je nach Nutzerverhalten, je nachdem, was man anschaut, werden die Inhalte geladen. Und genau das kann man für Lerninhalte anbieten, dass man zum Beispiel Videokontext in Lernmaterial anbietet, in dieser TikTok-Technologie, in kurzen Sequenzen, die man Nano-Lernsequenzen nennt, die sich dann zu Mikro-Lernsequenzen zusammenbauen und dann ein Lernobjekt bilden. Das Zweite, was uns sehr interessiert hat, war die Swipe-Based-Interaktion. Das heißt nicht, dass man klassisch klickt, sondern dass man eben auf seinem Handy seine Finger benutzt und dann damit rumswipen kann, was eben zu einer verspielteren Form der Navigation führt. Und wir dachten uns, das können wir doch mal benutzen und da auf dieser Basis einen Prototypen erstellen. Und so kommen wir in der nächsten Slide zu unserer Idee. Wie wäre es mit einem Swipe-basierten Interface, welches auf Nanostrategie nach TikTok-Technologie aufbaut, für diese Lerninhalte und darauf oder aufgrund dessen entstand unsere App. Genau, die Navigation sagt Folgendes, also nach oben geht man zurück, kann man sich alte Inhalte nochmal anzeigen lassen. Nach links kann man Sachen zurückstellen, ist aber jetzt nicht so, wenn ich Mathe nicht mag, sehe ich Mathe nie wieder. Man muss es trotzdem lernen, es ist nur zeitweise verschoben. Also wenn es gerade in der U-Bahn nicht passt, weil man sich doch konzentrieren muss, dann kann das in 10 Minuten wieder angezeigt werden.
Und dann kommen wir zu unseren zwei adaptiven Lernpfaden. Diese werden auf unterschiedlichen Grundlagen zusammengestellt, was die Kollegen später noch genau erklären. Hier nach rechts heißt, ich möchte ein Thema vertiefen. Das heißt, mich interessiert Ransomware-Attacks super, super doll. Ich möchte darüber mehr erfahren. Ich möchte wissen, wie es funktioniert. Nach rechts swipen und dann erfährt man mehr über das Thema. Und ansonsten nach unten swipen und dann sieht man einfach das nächstpassende Thema, das so geplant war. Genau, dann kommen wir einmal weiter. Da erklären wir nochmal genauer anhand von Buchstaben, wie diese Navigation funktioniert. A bis G wäre jetzt der vorgegebene Lernpfad, den sich jemand gedacht hat, als er die Lernobjekte erstellt hat. Das eben, was so der Ursprung ist. Was passiert jetzt, wenn man nach rechts swipet? Also man hat dieses A, A1, A2. Das sind so die Vertiefungsthemen. Man kann sich vorstellen, wenn man bei A2 fertig ist, wäre gegebenenfalls der nächste Content, der, wenn man nach rechts swipe, aufploppen würde, C. Also wird C genommen aus diesem Lernpfad und nach rechts verschoben. Das heißt jetzt aber nicht, dass B komplett wegfällt und dass man das nicht mehr lernt, sondern das wird einfach zu einem passenden Zeitpunkt dann später wieder hinzugefügt. Diese Entscheidungen basieren auf BenutzerInnen Navigationen, also ich als Benutzerin kann entscheiden, in welche Richtung ich klicken will, was ich sehen will, und anhand dessen baut sich der Pfad nach unten und nach rechts auf. Genau, und deswegen ist unsere App eine echtzeitbasierte Lerninhalt-Anpassungs-App, was ein neues Forschungskonzept in dem Bereich ist. Und zwar laden wir immer nur den unteren und den nächsten Inhalt vor. Das heißt, es sind immer nur zwei Inhalte geladen. Und je nach Entscheidung der Benutzerin kann man dann den nächsten Content passend zu der Entscheidung vorher laden. Genau. In der nächsten Folie zeigen wir noch mal ganz kurz, was wir an Zusatzfeatures integriert haben. Den Graph, den wir in der Demo schon kurz gesehen haben, zeigt eben das Lernverhalten, das ich in dem Fall gezeigt habe. Es ist noch eine kleine Legende dabei, dass man die Knotenfarben auch versteht. Die sagt aus, welche Navigation ich wann ausgeführt habe und was da angezeigt worden ist. Und die Hilfeseite, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß oder jetzt auch viele Informationen auf einmal sich nicht alles merken kann, ist nochmal alles aufgeschrieben. Des Weiteren kann man sich den Inhalt groß anzeigen lassen, wenn der auf dem Bildschirm zu klein werden sollte. Im nächsten Schritt möchte ich noch ganz kurz die Möglichkeiten für die Zukunft dieser App ausführen. Also perspektivisch natürlich kann diese App, die jetzt auf Desktop geladen wird, für Mobile und andere Endgeräte einfach fertig gemacht werden. Das ist nämlich so aufgebaut, dass man das einfach ohne groß Dinge ändern zu müssen für Mobile anbieten kann. Aber auch die Richtung im Sinne von, man kann Profile anlegen, man kann abgeschlossene Kurse sich anzeigen lassen. Es bietet auf jeden Fall Raum für Möglichkeiten. Und dann kann ich mich meinen Kollegen nur an der Stelle anschließen. Je mehr Feedback wir bekommen, desto mehr können wir dann auch gucken, ob dieses neue Konzept Zukunftspotenzial hat. Deswegen gerne einfach einmal durchtesten. Da freuen wir uns. Und nun übergebe ich an meinen Kollegen, der ein bisschen mehr über die Theorie erzählt. Genau, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Wir befassen uns jetzt die nächsten Minuten ein bisschen mehr verstärkt mit der Theorie. Damit das Ganze funktioniert, brauchen wir halt verschiedene Arten von Metadaten. Ich beginne mal mit diesem Zitat von Phil Barker, einem der führenden Entwickler in dem Bereich von pädagogischen, didaktischen Metadaten im Bereich Technology Enhanced Learning, also E-Learning. Egal wie gut so ein Inhalt auch aufgebaut ist, solange ich es nicht finden kann,
ja, bringt es mir nichts. Und oft ist es so, dass wir halt Inhalte begegnen, die halt über einen Dateinamen verfügen, vielleicht, wenn wir Glück haben, auch über einen Titel oder eine Beschreibung. Und in diesem Projektkonsortium haben wir uns halt geeinigt, dass wir halt gemeinsam auf IEEE LOM gehen, Learning Object Metadata. Das ist ein Standard für didaktisch-pädagogische Metadaten, die halt ein Lernobjekt beschreiben. Es ist anders als andere konkurrierende Metadatenstandards, halt so eine, ja, ich würde mal sagen, die eierlegende Wollmilchsau, da sie halt theoretisch alle Bereiche wie Relationen, Klassifikation und technische Vorbedingungen mitbringt und beschreibt, die so ein Lernobjekt halt mitbringen kann. Das Ganze basiert auf 9 Kategorien und sowohl die Stärke, aber als leider auch die Schwäche kann sein, dass halt diese Metadaten, weil nur 2 Felder obligatorisch sind, also nur 2 Felder sind verpflichtend auszufüllen und alle anderen sind optional, wäre rein theoretisch das Eingangsszenario, was wir beschrieben haben, Dateiname, Titel und eine Kurzbeschreibung, eine legitime Ausfüllung von LOM. Aber die Entwickler von LOM haben halt vorgedacht, die haben das Erstellen von Anwendungsprofilen, also sogenannten Application Profiles, mitgedacht und erlaubt, sodass man halt für sein spezifisches Anwendungsszenario, für den konkreten Use Case eine strengere, abweichende Definition von LOM führen kann, solange diese halt rückwärtskompatibel ist. Und das haben wir gemeinsam in diesem Konsortium gemacht, dass wir uns halt zusammengesetzt haben und gemeinsam entschieden haben, es gibt 11 verpflichtende Felder und 3 optionale Attribute. Auch haben wir die Hemmschwelle ein bisschen niedriger gesetzt, indem wir gesagt haben, wir nutzen jetzt eine gemeinsame Excel-Tabelle dafür mit vordefinierten Select-Feldern da, wo es geht und Freitext-Feldern da, wo es halt notwendig ist. Und gemeinsam auf dieser Excel-Tabelle können wir im Hintergrund in regelmäßigen Abständen ein Skript laufen lassen, welches dann automatisiert aus den einzelnen Zeilen, also aus den einzelnen Metadatenbeschreibungen zu einem Lernobjekt, die LOM-Datei nach XML erstellt und über einen Metadata-Provider zur Verfügung stellt. Das Spannende an dem Konzept, das wir haben, ist ja nicht nur, dass es die Inhalte gibt und dementsprechend jetzt auch die LOMs, also die Metadaten, die das Ganze beschreiben und auch natürlich aus Maschinenperspektive auffindbar und interpretierbar macht, sondern wir haben auch die Möglichkeit oder wollen uns der Möglichkeit annehmen, Lernpfade adaptiv zu gestalten. Digitale Bildungsangebote sind häufig halt so, dass sie in einem geschlossenen System angeboten werden und wenn man sie mit anderen teilt, das ist so das Szenario, was so die 80er, 90er und auch den Anfang der 2000er geprägt hat. Man konnte diese herunterladen und diese Archive mit anderen teilen und die haben diese dann wiederum hochgeladen in deren Systeme. Die modernere Variante, was halt immer häufiger genutzt wird, sind die beiden Möglichkeiten, dass ich Inhalte gezielt für andere Systeme freigebe und diese können Sie bei sich einbinden, als wären sie immer da gewesen. Das sind so Systeme wie zum Beispiel Learning Tools Interoperability oder CME5 aus dem entsprechenden anderen Konsortium. Und das ist heute de facto so eine Art, ja, Industriestandard geworden, wie man halt Inhalte miteinander teilt und bei anderen Systemen einbindet. Aber das sind halt die Inhalte. Wenn es darum geht, halt eine gewisse Struktur da reinzubringen, greift man gerne immer noch zurück auf Common Cartridge, der andere Industriestandard. Wenn Sie jetzt an SCORM denken oder an Moodle Binary Zip, also Dateien, also Archive, die Sie herunterladen, die basieren alle auf demselben Standard Common Cartridge. Das ist eine Art, Struktur in XML-Format, die dem System halt nahelegt, wie ist dieser Lernpfad, diese Kursstruktur aufgebaut und was beinhaltet sie alles. Und dieses IMSCC erlaubt halt von vornherein, dass man halt über eine Organisation mehrere Organisationen oder Teilkursstrukturen ausspielt und genau das machen wir uns zunutze, indem wir
die Möglichkeit einbringen, dass ein KI-Dienst, wie zum Beispiel jetzt hier für die adaptiven Lernpfade, sich dem Pool an geteilten Informationen, also Learning Nuggets, Bildungsangeboten oder auch die Möglichkeiten des Nanolernens annimmt, dessen Metadaten halt auswertet und schnell ad hoc adaptive Co-Strukturen berechnet und dem Zielsystem halt zur Verfügung stellt. In unserem Fall ist es halt die Swipey-App. Die Swipey-App selbst ist ein LTI-Tool und könnte somit dann auch ebenfalls noch in andere Ökosysteme, wie zum Beispiel einem Lernmanagementsystem Moodle oder ähnliches, eingebunden werden. Den zweiten Vorteil, den wir von der IMSCC, also Common Cartridge Struktur, nutzen, ist auch die Möglichkeit, dass man, solange man nicht die FIN-Variante nimmt, Metadaten, also das komplette LOM, an die einzelnen Resources innerhalb so einer IMSCC einbindet. Wie sieht das Ganze aus? Okay, da sehen wir jetzt gerade einmal dieses Bild. Das ist jetzt schon in diesen drei Phasen schon sehr komplex geworden. Kann noch weitaus komplexer werden. Und Sie können sich vorstellen, wie der ganze Organisations- und Konfigurationsaufwand im Hintergrund ist. Das macht bestimmt nicht so viel Spaß. Da haben wir uns in diesem Projekt, wie eingangs schon erwähnt, halt eine Middleware-Technologie von Fraunhofer zunutze gemacht, wo halt die ganzen Consumer oder Anbieter von Bildungsangeboten, KI-Diensten, also die einzelnen Microservices und Dienste aller Konsortialpartner können über diese Common Learning Middleware angebunden werden und die Anfragen entsprechend orchestriert. Auf der rechten Seite habe ich Ihnen mitgebracht einen beispielhaften Ausschnitt, wie so eine Common Cartridge IMSCC-Datei aufgebaut ist. Das Ganze ist immer in drei Teile aufgebaut. Einmal Metadata, dann der organisatorische Part und die Resources. Die Resources sind die Auflistung aller Inhalte, die jetzt für diese Co-Struktur, für diese Ausspielung relevant ist. Ähnlich wie das die Kollegin vorhin erwähnt hat, haben wir in der Regel zwei Inhalte. Einmal zum Beispiel, was ist der nächste Inhalt, oder das andere, falls vorhanden, was könnte ein Inhalt im Sinne der Vertiefung sein. Gucken wir einmal nach oben in den organisatorischen Teil, sehen wir einmal, dass wir halt zwei Kurse ausspielen. Den einen nennen wir Originallernpfad und einmal die Vertiefung. Und die Vertiefung ermöglicht dann zu sagen, okay, sollten wir nach rechts gehen, also nach rechts klicken und eine Vertiefung wünschen, dann schauen wir uns diese Kursstruktur an und holen uns diesen Inhalt und zeigen den entsprechend an. Genau. Ebenfalls und genauso wichtig in diesen Prototypen sind die Learning Records. Das sind Benutzerinteraktionsdaten. Das sind also Informationen, die ein Lernender bei seiner Lernerfahrung halt macht. Und diese werden zeitnah und entsprechend einem Vokabular gegen das System gegen unser Backend erfasst, sodass dann die diese Learning Records in einem Learning Record Store landen. Und auch hier übernimmt die Common Learning Middleware halt einen wesentlichen Teil, in dem die Anfragen entsprechend alle korrekt orchestriert werden. Und andere Dienste, wie zum Beispiel KI-Dienste oder die Bildungsangebote selbst, können dann über die Common Learning Middleware auch jederzeit diese Learning Records wieder anfragen, um zum Beispiel Informationen einzuspielen, wie ich komme wieder auf einen Lerninhalt, wie war mein letzter Lernstand, wo habe ich aufgehört, wie kann ich weiterlernen. Unterstützen tun wir einmal Experience API, quasi den Platzhirschen in diesem Bereich, aber natürlich auch die Konkurrenz Caliper von IMS. Und auch in diesem Projektkonsort, also ja, auch hier in diesem Fall haben wir uns im Projektkonsortium halt darauf verständigt, dass wir ein Application Profile benötigen. Im Sinne von Experience API redet man da von XRP Profiles. Wir haben uns auf einen festen Satz an Verben und Statement
Definitionen geeinigt, so dass wir dann halt ein gemeinsames Verständnis haben, was bedeutet das eigentlich, wenn ich etwas abschließe, wenn ich etwas beginne, etwas verlasse und etc. pp. Und somit war das dann halt möglich, dass sowohl die Bildungsangebote selbst, also quasi die Inhalte von U4I, die Sie jetzt im Laufe dieses Prototypens dann auch erfahren dürfen, da werden XRP-Statements erfasst, aber auch unsere Spybe-App selbst erfasst Daten, die landen alle im gemeinsamen Learning Record Store und die KI-Dienste, wie zum Beispiel die Adaptivitätsdienste, können diese halt auslesen und dann auf Basis dieses Vokabulars korrekt interpretieren. Genau, das war jetzt mal ein bisschen vorgegriffen. Das heißt ja, viele Wege führen nach Rom. Learning Records können erfasst werden von den NLTE-Tools selber, können erfasst werden von der Swipey-App selber, aber da ist der Handlungsbereich ein bisschen eingeschränkt. Wir können halt erfassen, wie zum Beispiel, wann wurde ein Inhalt betreten und wann wurde dieser verlassen. Und das spiegelt sich wieder in der sogenannten Verweildauer. Auf der anderen Seite darüber hinaus, über dieses Szenario hinaus, gibt es natürlich über die CLM auch die Möglichkeit, die LTE Assignment and Grading API zu nutzen. Das heißt, Inhalte, die vielleicht nicht in der Lage sind, selbst Statements zu erfassen oder vielleicht die Umgebung darum herum, also wie zum Beispiel ein Moodle-System, kann keine Statements erfassen. Da gibt es die Möglichkeit, dass die Inhalte selber, wenn sie wieder geschlossen werden, an das eigentliche an den eigentlichen Provider quasi einen sogenannten Lernstatus übermitteln. Das ist die LTS, eine Grading API, und wir machen das zunutze und übersetzen das in XRP-Statements. Genau. Übergeben möchte ich jetzt an meinen Kollegen, der Ihnen ein bisschen einen Einblick gibt, was ist die Common Learning Middleware. Vielen Dank. Genau, bevor wir gleich auf die KI-Dienste eingehen, die TEAN dann noch etwas tiefer vorstellen wird, möchte ich nochmal so eine insgesamte Bildungsreise aufzeigen und auch nochmal aufzeigen, dass das, was wir jetzt mit der Swipey-App vorstellen, natürlich nicht ein Monolith ist. Das heißt, aus einer Insellösung ein Gesamtsystem als Gesamtsystem existiert, sondern dass es viele verteilte Dienste sind, die aber auch sowohl innerhalb des Triple Debt Projekts für andere Szenarien und Use Cases eingesetzt werden können, aber eben auch für komplett andere Bildungsökosysteme, also zum Beispiel ausbildungseinrichtungsübergreifend dargestellt werden kann. Genau. Und um das etwas zu verdeutlichen, möchte ich mal ein paar Bildungsreisen darstellen. Zuallererst haben wir die Nutzenden. Das sind die Personen, die wir hier oben sehen, die verschiedene Lernapplikationen nutzen. In dem Toolcheck 1.0, den wir im Dezember 2022, glaube ich, war das gewesen, vorgestellt haben, gab es eine Lernplattform, die hieß Apezos, und die hat auf Inhalte von drei anderen Partnern zugegriffen. Heute haben wir eine andere Lernapplikation mitgebracht, das ist die Swipey-App. Prinzipiell ist es aber egal, welche Lernapplikation man nutzt, weil alle Dienste, die darunter angehangen werden, über die CLM sozusagen bekannt gemacht werden, natürlich trotzdem interoperabel sind und trotzdem dort eingebunden werden können. Und was ist dafür notwendig, damit man darauf zugreifen kann? Man muss sich authentifizieren. Das heißt, man gleicht seine Login-Daten mit dem Identitätsprovider ab, in dem Fall zum Beispiel von Skygate, von der Invite-Bit-Plattform. Oder teilweise kann man auch über die CLM selber sich authentifizieren, wenn man daran einen Account hat. Und dann wird als nächstes geguckt, der Nutzende, der sich angemeldet hat an der Swipey-App zum Beispiel, auf welche Inhalte darf der denn zugreifen? Was ist für ihn speziell freigegeben? Das passiert über die dezentrale Nutzerverwaltung. Und dann werden die Inhalte eben zurückgegeben, die an der Stelle sinnvoll sind. Wie für die Swipey-App jetzt zum Beispiel, die Inhalte von University for Industry. Aber genauso könnten das aus dem Triple Debt Consortium Festo-Inhalte sein oder von der Fraunhofer Academy bestimmte Inhalte zum Thema Data Science oder was auch immer. Und die können quasi miteinander verschmelzen. Das heißt, man muss nicht mehr explizit unterscheiden. Das kommt von dem, das kommt von dem. Und wir versuchen sozusagen Barrieren abzubauen und Hürden abzubauen. Es soll eine möglichst nahtlose Nutzungserfahrung sein. Was man jetzt hier sieht, und das hat der Kollege Singen gerade schon so ein bisschen erzählt, müssen die ganzen Interaktionsdaten natürlich weggeschrieben werden. Das wird in diesem Projekt hauptsächlich über Learning Record Stores gemacht.
prototypisch umgesetzt haben wir aber auch sogenannte Data Wallets. Das heißt, dass man das auch bei sich lokal, Bildungsraum Digital, Bird hat zum Beispiel so etwas demonstriert, dass man dorthin lokal auf sein Smartphone zum Beispiel seine Benutzerinteraktionen schickt. Oder aber, das gibt vom B3C sogenannte Solid Pods, auch eine Technologie, die etwas Ähnliches ermöglicht, sodass man das in geschlossenen Containern hat. Die Stärke kommt jetzt durch die Einbindung der KI-Dienste, worüber dann konkret gleich ein bisschen mehr hören. Das kann zum Beispiel sein, wie von unseren befreundeten Fraunhofer-Instituten, vom Fraunhofer IOSB, Dienste für adaptive Übungen oder Lernempfehlungssysteme von uns oder ein Chatbot oder KI-Auswertungsdienste. Die ganzen Dinge können hinterher Kompetenzen zum Beispiel in Zertifikatsform, auch in einer Blockchain zum Beispiel abgelegt werden. Und es können natürlich jede Menge anderen Dienste eingebunden werden. Und all diese Dienste müssen dann tatsächlich die Nutzerinteraktionsdaten auswerten und auch die Metadaten auswerten, wie wir gleich mit das Large Language Model zum Beispiel sehen werden, um dann eine gewisse Personalisierung zu ermöglichen. Genau. Und so viel sozusagen zu dem Ausblick und den Möglichkeiten, um mal diesen bunten Blumenstrauß aufzumachen. Und wie das Ganze jetzt aus KI-Sicht aussieht, wird der Kollege Tian weiter erzählen. Alles klar. Um die adaptiven Lernfalle zu realisieren, nutzen wir natürlich die eingangs erwähnte Middleware, um alles zu ermöglichen. Im Falle von Fibber benutzen wir die CLM konkret, um Learning Nuggets an der CLM zu registrieren, die von verschiedenen Inhaltsanbietern stammen können. Und ferner wird über Berechtigungen mögliche distributive Lerninhalte vorgeschlagen, auf die der Nutzende dann Zugriff haben kann. Und natürlich werden auch die Nutzeraktivitäten für die Empfehlung oder Vertiefung des Algorithmus zur Rate gezogen. In der vorliegenden Architektur wird die Pipeline der adaptiven Lernpfade näher dargestellt. Und man sieht, dass wir durch eine Message Queue, die mit Apache Posa realisiert wurde, CLM-Metadaten, also das gelbe Kästchen, abgeholt werden. Und eine Message Queue ist nichts anderes als eine Warteschlange im Supermarkt, wo Nachrichten anstehen, bis sie an der Reihe sind, verarbeitet zu werden, sodass andere Services miteinander reden können, ohne gleichzeitig aktiv zu werden. Konkret heißt das jetzt, dass wir für jedes Metadatenobjekt im gelben Kästchen einen Auftrag abgeben und die LOM-Repräsentation abholen, diese dann in einen Vektor umschreiben, um sie dann in einer Vektordatenbank zu persistieren. In diesem Falle ist die Vektordatenbank Milvis. Und parallel dazu werden die Metadaten in einer separaten Datenbank normal gehalten, weil die Metadaten nicht in einer Vektordatenbank als textuelle Beschreibungen integriert werden können. Und es ist auch im grauen Kästchen dann dargestellt. Und im grünen Kästchen werden die Lernaktivitäten festgehalten, die dann der Lernende in der SWIP-App dann macht. Die werden dann zum Intended Deep Dive und zur Recommendation dann zur Rate gezogen. Die blauen Kästchen stellen dann den adaptiven Algorithmus vor, der abhängig von den Metadatenbeschreibungen diese dann als Input nehmen und den Intended Deep Dive berechnen und die semantische Ähnlichkeit bestimmen. Genau, und jetzt würde ich mal zum Grund gehen, warum wir jetzt explizit die Vektordatenbank Milvus verwenden. Und das ist da, weil wir zum einen die Vektordatenbank uns eine erhöhte Skalierbarkeit ausmalen, weil sie halt mit großen Datenmengen hervorragend umgehen kann. Und das ist in Anbetracht der möglichen zukünftigen Use Cases, die dann durch verschiedene Inhaltsanbieter dann abstrahiert ist, sehr sinnvoll, unserer Meinung nach. Und außerdem werden von Haus aus komplexe Datenmodelle unterstützt, wobei wir momentan nur die semantische Nähe anhand der textuellen Bestandteile erfassen. Und außerdem wird Milvus, schreibt Milvus den Open-Source-Gedanken sehr groß, was wir selbst an der Veröffentlichung von CLM selbst leben. Und
Daraus folgend ist die ständige Weiterentwicklung und ein starkes Community-Rückgrat dann auch gegeben. Und jetzt würde ich mal zur nächsten Folie kommen, wo dann die semantische Nähe von diesen textuellen Beschreibungen dann bestimmt wird. Und in dem vorliegenden Beispiel werden jetzt zwei Vektorrepräsentationen mal veranschaulicht, die dann aus Texten hervorgehen. Der erste Text wäre dann das IT-Sicherheitsgesetz etc. Und die zweite Repräsentation wäre dann nach einem Ransomware-Angriff sollte man. Und diese werden dann durch das Large Language Model in eine Vektorrepräsentation umgemünzt. Und wir haben dann festgestellt, dass wir lieber ein multilinguales Large Language Model benutzen, um diese Transformation vorzunehmen, weil wir oft den Umstand begegnen, dass englische Begrifflichkeiten in den Metadaten vorhanden sind, auch wenn der Text vorwiegend deutsch ist, und dass wir dann bessere Ergebnisse erzielen, wenn wir dann ein multilinguales Modell verwenden. Und diese Vektoren können in der Größe je nach Modell dann variieren. Und in der darunter stehenden Formel wird dann die Kosinusdistanz ermittelt. Natürlich kann man einen 384-dimensionalen Vektor nicht darstellen, weshalb es dann auf einen zweidimensionalen Vektor dann runtergebrochen wird. Und diese Vektoren werden dann mit allen Vektoren, die dann in der Datenbank existieren, verglichen. Und es wird dann die Distanz berechnet, die dann Einfluss hat auf die Empfehlung. Und das ist halt das technische Grundgerüst, die dann dazu dient, Empfehlungen zu machen. Und da wir jetzt diese technischen Voraussetzungen thematisiert haben, wollen wir uns natürlich mit der Frage beschäftigen, wie es dann zu dieser Empfehlung kommt. Und wenn der Nutzende zum Beispiel nach unten in der 2P-App geht, wird zum einen das konkrete Metadatenobjekt, das der Nutzende bereits gesehen hat, mit einer der möglichen nächsten Metadatenobjekte verglichen, anhand der textuellen Beschreibung. Und es wird auch die Lernerfahrung eines Nutzenden in Betracht gezogen, und diese ergibt dann zusammen die Empfehlung. Und das wurde auch veranschaulicht, indem zum Beispiel der Linksfile ja darstellt, dass wir einen Lerninhalt nicht mehr sehen möchten. Und wenn das dann der Fall ist, dann würde in der Empfehlung, wenn man in der Swipe-App nach unten geht, dieser Lerninhalt auch nicht mehr auftauchen, auch wenn dieser Lerninhalt semantisch nahe wäre zu dem aktuellen Lerninhalt. Bei den Intended Deep Dive ist es so, dass wir als Einflussfaktoren sowohl die semantische Nähe als auch den didaktischen Lernpfad in Betracht ziehen. Und der didaktische Lernpfad ergibt sich dann aus den Long-Metadaten, die dann der Inhaltsanbieter dann definiert hat. Und wenn dann ein didaktischer Lernpfad vorgegeben ist, wird dann dieser priorisiert und diese Vertiefung wird dann empfohlen. Jetzt stellt man sich die Frage, wo jetzt der Unterschied liegt bei der semantischen Empfehlung in der Vertiefung und in der generellen Empfehlung. Und das lässt sich einfach damit begründen, dass wir aus den Long-Meter-Daten verschiedene Attribute herauspicken, um dann die Vertiefung vorzunehmen. Im Intended Deep Dive nehmen wir zum Beispiel die Attribute Keywords und didaktischer Lernpfad als Grundlage, um dann die Vertiefung anzustreben. Und wobei wir bei der generellen Empfehlung die textuellen Beschreibungen, also die Description
und den Titel Einfluss nehmen lassen. Und jetzt würde ich die nächsten Steps benennen, die dann sich ergeben für den adaptiven Lernpfad, die dann wären, dass wir komplexe Datenstrukturen implementieren. Das heißt konkret, dass wir nicht mal nur die textuellen Beschreibungen als Vektorenvergleich in der Empfehlung Einfluss nehmen lassen, sondern dass wir die Lerninhalte selber analysieren. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Video vorliegt, dass wir vielleicht eine Transkription des Videos vornehmen und diese Transkription dann auch in Vektoren umwandeln. Und das ist auch möglich für Bildinhalte, die dann in diesen Lerninhalt dann vorkommen könnten. Und ein weiterer Schritt wäre, dass wir weitere Inhaltsanbieter anbinden, weil wir das derzeit nur am Use Case von den Inhalten von UVI realisiert haben. Und dass wir weitere Benutzerinteraktivitäten mit in der Empfehlung des Intended Deep Dives und der generellen Empfehlung dann Einfluss haben lassen. Das wäre dann die adaptiven Lernpfade. Herzlichen Dank. Genau. Dann übernehme ich an der Stelle noch für einen kurzen Ausblick. Ich möchte aber zuerst nochmal meinen Dank richten, und zwar insbesondere an die Kollegen aus dem Team, die super engagiert, auch mit starkem persönlichen Interesse ihrer, ich sag mal, auch eigenen Erfahrungen in das Projekt mit einbringen. Also man merkt auch wirklich, dass über den Tellerrand hinausschauen, Apps, die einfach cool sind draußen, Navigationskonzepte, die cool sind, anzuschauen, aber gleichzeitig dieses Interesse, sich mit den Hintergründen, mit Forschungsthemen auseinanderzusetzen. Und nur so konnten wir, glaube ich, ermöglichen, dass wir auch über das, was im eigentlichen Projektantrag hinaus zur Antragstellung vor über 3 Jahren ein sehr cooles Tool hier zur Verfügung haben und natürlich insgesamt eine sehr tolle Infrastruktur an den Start bringen können. Und dieses Lob bezieht sich natürlich nicht ausschließlich an die Kollegen von Fraunhofer Focus und in diesem Fall hier auf die Kollegen von University for Industry, die natürlich daran mitgearbeitet haben, sondern an alle Partner in dem Projekt, die einen super Austausch ermöglicht haben, regelmäßige Treffen und Termine, immer wieder Feedback gegeben haben. Und genau, sehr vielen Dank dafür auf jeden Fall. In der verbliebenen Projektlaufzeit, sprich im nächsten Monat, wollen wir uns vor allen Dingen auf die Nachnutzbarkeit fokussieren, wollen schauen, welche Technologien, Tools können dann in welchen Szenarien weiter eingesetzt werden, wie kann das Ganze gegebenenfalls auch verwertet werden, und wir wollen natürlich auch all das, was wir nun erarbeitet haben, geeignet veröffentlichen, auf internationalen Konferenzen beispielsweise. Und um dort auch etwas mehr Grundlage zu bekommen, an dieser Stelle nochmal die dringende Bitte, bitte testen Sie unseren Prototypen, geben Sie Feedback, geben Sie uns Anregungen, kommen Sie mit uns in den Austausch, entweder in dem Tool selber über die Umfragen oder auch direkt über unsere Kontaktdaten, werde ich gleich auch nochmal einbinden. Also vielen Dank schon mal im Voraus an dieser Stelle für das Testen selber. Invite-toolcheck.de und dann Triple Adapt auswählen. Genau, so kommen Sie zu unseren Prototypen. Und last but not least, testen Sie auch gerne unsere Common Learning Middleware, die Technologie, die quasi die Vernetzung der einzelnen verteilten Bildungsdienste ermöglicht hat. Sie ist Open Source, können Sie gerne ausprobieren, können Sie für Ihre eigenen Projekte einsetzen, wie Sie es brauchen. Oder geben Sie uns auch da Feedback oder kommen Sie mit uns in den Austausch. Genau. Abschließend nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Man merkt, dass das Projekt allen eigentlich Spaß gemacht hat, dass es super war. Und auch vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, für das an der Stange bleiben und für das Auseinandersetzen mit diesen Themen. Und genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich bis ganz bald.